Hey Leute, willkommen! Und es geht zum Minmus wieder und dazu muss ich jetzt mal langsam los, sonst knallt mir die Rakete auf den Boden. Das ist nämlich ein besonderer. Wie ihr seht, ein bisschen strange Rakete, aber ganz coole Sache. So, jetzt schauen wir es mal nach. Welche war das hier als erstes? Genau, die Sachen. Okay. Ja, also ich komme eigentlich damit gut zum Minmus. So meine Entdeckung. Kann aber auch ein bisschen anders laufen. Müssen wir einfach mal schauen. Also, ja, wir fliegen erstmal so ein bisschen hoch, dass wir ungefähr 100 Meter pro Sekunde haben. Wir haben hier Jet-Turbinen, die ein bisschen Luft bezogen bekommen. Hier haben wir einen richtig dicken Antrieb. Ja. Wir schauen einfach mal nach, wie es hier ausgehen wird. Und ich muss nämlich rechtzeitig denken, dass ich den Jetantrieb ausmache von den Jets hier, die noch an sind. Darum muss ich mir keine Sorgen machen. Das gucke ich jetzt bloß, um ungefähr ein bisschen den Fuel im Auge zu halten. Denn das zieht am meisten hier unten, das große Teil. Und die anderen nicht so sehr. Wir könnten zwar wieder versuchen, so ein bisschen so, ja, wir versuchen ganz schnell zu fliegen, ja, dann erst dann die Atmosphäre raus. Aber ganz ehrlich, das bringt jetzt auch nichts. Wir haben ein bisschen was anderes vor. Und ich habe schon ein bisschen ausprobiert. Hier knallt es erstmal gegen. Immer ganz funny. Und jetzt gehen die Dinger erstmal alle. Noch ein bisschen Fuel. Und gleich geht's Richtung Wendekreis. 10.000 Meter haben wir gleich erreicht. Und zwar jetzt. Auf zu den 90er Marken. Dann gehe ich mal kurz hier rauf, damit ich sehen kann, wie viel Luft überhaupt noch gezogen wird. Das ist nämlich gar nicht so viel. Jetzt muss ich ein bisschen drehen, damit die nicht irgendwie gegen uns gegenknallen. So, schauen wir mal nach. Ja, die haben ein bisschen. Und hier sieht man, wie gesagt, ja, Geschwindigkeit. Alles ganz okay. Bisher kann ich mich nicht beschweren. Zweite Schicht haben wir jetzt erreicht und irgendwie bei ca. 20.000 Meter, ja klar, bekommen wir dann langsam ein Problem. Deswegen müssen wir dann aufpassen. Also darf nicht viel langsamer als, also bei 8, 7 oder 8 Luftkontakt wird es echt ein Problem. Deswegen muss ich mich bereithalten, denn ich muss die eine Engine ausschalten und dann gleich darauf die nächste. Ohne dass da irgendwie groß Hindernisse dazwischen kommen. Okay, erstmal eine aus, zweite aus. Okay, erstmal wieder zum Kontrollieren bringen. Dann muss ich jetzt hier schauen, wie viel Fuel noch drin ist, damit ich rechtzeitig das kappe, weil es wird mir jetzt nicht mehr angezeigt. Das finde ich auch genial. Okay, aber gleich kann das weg. Und zwar jetzt. Jetzt müssten wir ungefähr gleich viel, ja. Sieht gut aus. Jetzt werden wir die einzelnen Stages leer machen. Die hat der meisten Fuel noch drin. Also sollte nicht das Problem sein. Befinden wir immer noch in der zweiten Atmosphärschicht, aber kommen eigentlich ganz gut in Antrieb. Also ich denke, wir kommen ganz gut hoch. Da ist Kerbal Space Center. Das ist eine Linie. Ach so, das ist unser Raketenstrahl. Mehr oder weniger. Okay, was würde ich sagen? Wir kommen gleich in die dritte Atmosphärschicht. Das hier ist auch gleich alle. Also die oberen Teile sind dann gleich alle. Und dann ist noch das Riesen, dieser riesige Tank da. Aber ich habe schon ausprobiert. Also man kommt schon noch relativ weit mit diesem großen Tank. Ob man es glaubt oder nicht. Auch wenn ich die ganze Zeit hier nur auf halbe Pulle mache, aber das muss man ungefähr machen. Gerade jetzt ist es wichtig. Weil sonst ein Problem ein bisschen kommt. Man wird zu schnell und rostet zu sehr weg. Und jetzt kriegen wir schon Orbit. Jetzt ist es schon alles ein bisschen stabiler. Können wir kurz wechseln. Und bei ca. 100.000 Meter können wir dann einmal austrudeln lassen. So. Okay. Ja, ein bisschen weniger als die Hälfte haben wir, aber wie gesagt, das ist nicht so das Problem. Also ich
Orbit habe ich so geschafft noch mit den Dingern. Auch schon ein bisschen zum Moon, muss ja rauszufliegen, hat geklappt. Allerdings so der Rest irgendwie noch 100 Meter pro Sekunde musste mit dem Treibstoff gemacht werden. Und das sehe ich dann trotzdem noch so, als hätten wir noch relativ viel Treibstoff übrig für Minmus. Eigentlich müssen wir, wie gesagt, für Minmus nicht so viel abbremsen, aber ein bisschen muss. Und wenn da weniger als die Hälfte ist, dann wird es schon ein bisschen kritisch. Gut, aber wir haben jetzt das erreicht, dass wir ein bisschen vorspulen können. So, wie viel haben wir? 31 Sekunden, 30 Sekunden. Können wir noch ein kleines bisschen so machen. Wenigstens doppelte Geschwindigkeit haben. Hallo, stopp, jetzt reicht es wieder aus. Und so, 3 Sekunden. Mehr brauchen wir nicht. Ein Abstand. 2 Sekunden ist noch ganz gut. Eine Sekunde heißt, wir gehen noch ein bisschen hoch. Weil mehr möchte ich ungerne. Also es muss schon performancemäßig echt gut sein. So, 2 Sekunden, wir könnten ein klein bisschen runter. 3 Sekunden, wir können weiter runter. Also jetzt auch nicht in die Unendlichkeit steigen. 2 Sekunden, eine Sekunde, ein bisschen hoch wieder. Okay, wir sind genau auf dem Punkt. Noch ein bisschen hoch. Okay, und gleich sollten wir eh so sein, dass wir. Genau, jetzt kriegen wir das kaum noch hin. Dass wir genau am Apoapsis bleiben. Weil jetzt kommt der Periapsis. Ihr seht, wir haben noch ein bisschen. Und Cut. 90.000 reicht aus. So. Dann Minmus Target. Okay, wir machen Manöver. Mal da. Hat was gesehen? Nee, 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 nee. So. Hallo. Okay, ist ein bisschen so rüber. Okay, da haben wir auf jeden Fall was. Genau. So noch ein bisschen. Versuchen ein bisschen zu ziehen und zu drehen. Okay, da haben wir auf jeden Fall Minmus Target. 1500. Ist hier. Da war sogar noch ein bisschen mehr, ein bisschen näher dran. Das ist gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier in 4 Minuten 41. Ich werde mich schon mal in dem Bereich hinbewegen, wo wir hin müssen. Drehe mal kurz das Schiff Richtung dorthin, wo wir hin müssen. Willst du wieder auf oder willst du nicht? So, jetzt lädt er wenigstens wieder auf. Okay. Ich kriege ja schon ein bisschen Panik hier. Also. Okay, gut. Damit können wir noch ein bisschen Time verstreichen lassen. Zeit verstreichen, Time verstreichen, genau. Stopp, 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 stopp. Okay. Damit los. Und gleich wird es aber leider alle sein. Ja, ungefähr bei dem, was ich auch vorhin gehabt. Bei dem Test. Genau. Und den letzten Rest gehen wir noch so. So, jetzt langsamer werden auf jeden Fall. Langsamer. 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 Langsamer, 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 langsamer. So ein kleines bisschen kommen wir noch raus. Jetzt mal kurz. Ist okay, ist okay, okay, okay. Okay. So, Manöver weg. Lass mal gucken. Irgendwie wird der Minmus-Periapsis noch größer. Allerdings haben wir, sind wir eigentlich ganz schön nah dran, muss ich mal sagen. Auch wenn der irgendwie strangerweise immer größer wird, aber
bin mit Moskau da. Und ja. Ich würde sagen, wir fliegen einfach mal los und gucken mal, was passiert. Es bleibt ja fest. Interessant. Also eine Atmosphärschicht war ich ja nicht, oder? Oder war ich das? War ich kurz mal Atmosphäre? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Saving Kerbin jetzt unterwegs nach Minmus und wir haben noch richtig ordentlich Fuel. Wie gesagt, so eine Fläche, die stetig beleuchtet ist, wäre ganz cool. Aber weil das ja ewig dauert. Kurz. Ja, da bewegen sich auch ziemlich langsam. Dauert mir gerade zu lange. Werden wir hier ein bisschen vorspulen. Hier dauert es eh am längsten. Das sehen wir jetzt langsam. Jetzt wird es immer langsamer, das Ding. Und Minmus kommt von hier. Weil er hier fast gar keine Geschwindigkeit hat. Wir können mal kurz auf normal gehen. Ein bisschen rumschauen uns. Wie sieht's denn aus? Also da haben wir Kerbin, da haben wir Moon. Von hier musste irgendwo, das ist glaube ich Minmus. Obwohl der wäre schon ziemlich groß, wenn das Minmus wäre. Aber so habe ich ein bisschen das Gefühl. Ich kann mal ein bisschen schneller werden lassen. Der Kerbin, Moon, Minmus. Da ist Minmus. Da kommt er. Da kommt er an. Kleine Zwergmond. Mal gucken, was für ein Orbit wir erreichen mit dem. Grandiosen 38 Meter pro Sekunde. Die wir jetzt gerade drauf haben. Das ist sogar fast auch wieder so ein Nord-Süd-Orbit. Sehe ich gerade. So ein bisschen Geschwindigkeit können wir ruhig noch machen. Das ist krass, die Station. Aber wir haben mitbekommen, wir können auch so innerhalb von 7 Stunden im Minmus sein, nur haben wir da arge Probleme. Dass wir da einfach viel zu schnell sind. Nein, können wir kurz hier so. Da ist Minmus. Gleich sind wir laut Anzeige im Minmus-Orbit. Dauert auch nochmal 2 Stunden. So. Wow. Nicht zu schnell. Okay, wir sollen auch nicht reinknallen. Oder wollen wir jetzt hier Manöver machen? Okay. Auf jeden Fall kleiner. Kleiner. So. Genau. Also gerade ist nicht so das, was mir gefällt. Okay. Machen wir hier Manöver. So. Nein, ich will das alles gar nicht. Also ich kann auf jeden Fall hier Manöver machen. So, ich will mal kurz Manöver weglassen. So. Nein, so rum. Okay, 50.000 Meter, 28.000 Meter, sieht okay aus. Also,
Müssen wir irgendwie, wenn wir jetzt schneller oder langsamer? Ich glaube, wir werden schneller dann wieder. Wäre ganz cool, wenn wir das irgendwie noch verlegen könnten, nach oben oder nach unten. Das ist voll schwer. Spinn mal rum, Junge. Okay, machen wir nochmal ein Manöver. Okay. So. Da hätten wir zum Beispiel so einen interessanten Manöver. Ja. Ah, guck mal, da haben wir es. So. Genau so wollte ich es. Und mit 22.000 Meter. Ist okay. Und das kommt in ein paar Minuten. 31 Minuten. Dann heißt das wieder vorspulen. Unten sehe ich das ja, wann der Counter kommt. Ich sag mal so ab 1 Minute bremsen wir ab. Oder ab 1,5 Minuten. Damit nämlich sowas passiert, dass wir nur noch 30 Sekunden haben. Okay, dann mal los die Kanne. Ich muss X drücken, falls es doch zu krass wird. Okay, ich bin immer noch ein bisschen falsch. Das stimmt irgendwas nicht. Wir haben nämlich. Periapsis stimmt nicht ganz. Eigentlich sollte er doch umkehren. Gucken, was passiert, wenn ich weitermache. Ist okay, langsam reicht es mir aber hier. Also das Manöver, dieser Manöver hat mir ehrlich gesagt jetzt gerade ein bisschen. Wie soll ich das nennen? Aber das ist nicht gut. Also ganz ehrlich, so sieht's gut aus. Weil ich nicht weiß, was die wollen jetzt von mir. Ich weiß nur, dass ich in 44 Minuten, ja klar, jetzt ist die Maus krass rausgegangen, in 44 Minuten diesen Manöver machen soll und dann entweder da oder da landen werde. Wenn es denn funktionieren würde. Minuten. Okay. So. Gut, komme ich da jetzt hin? Oder lande ich jetzt? Lass mich mal kurz gucken. Ich sinke. Okay, ich sinke jetzt hier hin. Und ich hoffe, das bleibt dann hell, wenn ich dann hier runtergefallen bin. Ist nämlich noch ein paar Stunden Zeit. Dann würde ich mal sagen, abbrechen hier. Weg damit. Weil ich ungern im Dunkeln lande. Ganz echt ungern. So. Wir können mal ein bisschen schneller laufen lassen. Und
jetzt gern hier hin. Das würde mein Apoapsis erhöhen. Ich bin echt gespannt, wie viele Meter ich pro Sekunde ich dann erreichen werde. Kurz bevor ich orbit. Ja. Ich habe hier noch 416. Ja, das ist noch. Haben noch ein bisschen Geschwindigkeit. Also wann müssen wir ungefähr abbremsen? Das ist die große Frage. Früh genug, muss ich mal behaupten. Ab 100.000 mache ich mal ein bisschen reduzierter. So. Zehnfache Warp. Da kommt noch ein bisschen. So, Samin. Jetzt, ja, wir fallen so ein bisschen hier rauf langsam. Das ist ungefähr auch das, was ich mal halten muss, damit ich gegenbremse, kann man so behaupten. Weiß Jeb hat es letztes Mal leider nicht ganz geschafft, also er hat sein Bestes gegeben, hat nur nicht ganz so funktioniert, sein Bestes. Er wollte es ein bisschen spektakulärer machen, als es notwendig war und dementsprechend, Gott, wie lange wir noch bräuchten. Kommen wir noch ein bisschen. Reicht. 30.000 Meter. Ist ganz interessant. Ja, ich weiß halt nicht, soll ich abbremsen. Das Ding kann schon relativ schnell auf 0 Meter pro Sekunde kommen. Also innerhalb von, was weiß ich, 5 Sekunden? Obwohl. Kommen die Dinger auch mal ausgefahren? So. Können wir wenigstens das mal aktivieren. Schon mal im Voraus. Ich will halt nicht zu früh abbremsen, weil ich weiß, was dann passiert. Dann verbrauchen wir zu viel Treibstoff. Ganz einfach. Und momentan wäre halt schon nur so ein Rückflug noch so geil. Das ist so was, was ich noch irgendwie anfechten möchte. Das ist ein Rückflug Richtung Körben. Also ich könnte bei 10.000 Meter mal dann überlegen. Obwohl mir, eins gefällt mir nicht ganz, diese Gebirge hier, die sind mir ein bisschen zu uneben. Sonst muss ich mal gucken, wie wir das meistern. Also 200 Meter pro Sekunde ist auch für Minmus ein bisschen zu schnell, aber ach, wird schon. Wie gesagt, ab 10.000 Meter können wir mal ein bisschen abbremsen. Oder wie lange dauert es jetzt hier? Ah, guck mal an. Hier machen wir um 50 Meter pro Sekunde. So. Guck mal einer an. Jetzt will ich mal schauen. Also dem könnten wir vielleicht sogar hier drinnen landen. Hier in dem Bereich. Da bin ich echt gespannt, ob das so sein wird. Würde mich freuen. Allerdings dauert das noch ein paar Minuten. Näher kann ich nicht ranzoomen. Bis dahin kann sich Minmus noch ein bisschen gedreht haben. Weil ich weiß, dass das hier ungefähr wirklich 0 Meter ist. Also wirklich der Nullbereich. Und das wäre schon genial. So, langsam werden wir wieder schneller. Hey, wir sind noch extrem langsam. Aber ein bisschen. Genau. Wirkt jetzt alles schneller, als es natürlich ist. Mal kurz stoppen und gucken. Ja, wird knapp. Könnte auch ein bisschen was anderes werden noch. Hier ein bisschen links und rechts daneben.
Wir haben ja auch kein Messstab oder sowas, um das alles kontrolliert abzubremsen. Durch einen Computer. Wird heutzutage auch alles gemacht, meistens mit Computer. Aber die müssen es trotzdem schulen, die Astronauten, falls das dann doch nicht so doll wird. So, ich werde mal langsam anfangen zu bremsen. Ich will halt auch nicht so schnell, weil das macht dann keinen Spaß, dass dann zu sehr schnell und abgebremst ist. Ich sehe mich schon, dass ich hier an der Kante ankommen werde. Darauf habe ich keinen Bock. Ich will direkt an den Fluss kommen. Was haben wir denn jetzt da? 60 Meter. So, 40 Meter, 37 Meter pro Sekunde. Na, kommt man in die Nähe des Flusses. Und abbrechen erstmal. Surfers. Jetzt bewegen wir uns dort, wo der Planet sich dreht. Wir sind nicht mehr ab. Steine. Sind wir jetzt Steine? Ja, das ist halt Oberfläche, dadurch, wir orientieren uns jetzt mehr an der Geschwindigkeit mit der Drehung des Planeten als nur unsere. Dass wir die angepasst sind. Also von der noch angepasst sind. Von dieser Drehung. Und das Sprit müsste auch sogar ausreichen, dass wir wieder zurück nach. Was ist denn los mit der Maus in letzter Zeit? Ruhig! Dass wir dann nochmal nach Hause fliegen können. Also 37, 38 Meter pro Sekunde. Langsam sollten wir nochmal abbremsen. Weil der Bogen kommt doch extrem nah. Gerade allein schon wegen den Steinen. So. Kurz mal auf 6 Meter pro Sekunde reduziert. Also wenn ein Schatten kommt, wird es nochmal interessanter. Weil Schatten ist cool. Schatten ist so Orientierung, finde ich. Hat immer so einen Aspekt von, hey, wir kommen jetzt langsam echt nah ran. Wir können jetzt schon einen Schatten projizieren. Willst du jetzt kurz nochmal auf 10 Meter reduzieren? Da ist unser Schatten. Also, mit wie viel Wind wir sinken? 5 Meter pro Sekunde müsste ausreichen. Wenn wir zu schnell sind, dann prallen wir wieder. Oder zu. Naja, obwohl, wenn wir zu schnell sind, dann prallen wir am Minus ab wie ein Flummi. Ist auch ein bisschen blöd. Und jetzt ist gerade mein Schatten verschwunden. Finde ich nicht so cool. Da ist er wieder. Also, viel zu schnell, dann explodieren wir. Ein bisschen zu schnell. Wie gesagt, sind wir eher wie so ein Flummi. Und zu langsam geht eigentlich. Verbrauchen wir aber zu viel Treibstoff. So, wir werden auch immer langsamer jetzt weiter. Gleich haben wir es geschafft. Komm schon. Landen, landen. Fums. Hey, gelandet. Tada. Auch mit ungewöhnlichen Beinen. Und eBay, komm raus.
Wow, Samin Kerbin, unser Pilot, unser geiler Freak. Und wir setzen mal Wumps, eine Flagge hier. Minmus. This is a cool place. Hey. Ups, wo ist das denn? Genau. I'm the first Cobble on this moon. Alive. So, ein schöner Ansatz. Ja. Und damit sind wir auf Minmus gelandet. Nächste Phase ist wieder zurück. Dann werden wir ein bisschen noch mal an der Raumstation arbeiten und dann gibt's auf nach Duna. Ich hoffe, die Version ist dann, die hier ist kompatibel mit 0.22, was in nächster Zeit auch rauskommen soll. Denn nicht, dass wir da nochmal neu starten müssen und keinen Bock drauf. Also bis denn. Euch noch einen schönen Tag. Bis denn. Eben. Ciao, ciao.